Heute soll es um eine Rede von Markus Söder gehen, die er so im Bayerischen Landtag gehalten hat. Dabei versucht er, den Unterschied zwischen linearem und exponentiellem Wachstum zu erklären. Schaut mal, ob ihr die Erklärung versteht. Um immer zu verstehen, was exponentiell heißt, muss man es unterscheiden von einem linearen Wachstum. Viele glauben nämlich, es wächst so jeden Tag Stück für Stück an. Kommen wir ins exponentielle Wachstum, ist die Lage fast nicht mehr zu kontrollieren. Ein Beispiel. Wenn ein Teich mit Seerosen zuwächst, komplett in 48 Tagen, wann ist nach einem linearen Wachstum die Hälfte erreicht? Genau, nach 47 Tagen. Also einen Tag, bevor alles voll ist, ist die Hälfte voll. Das ist der Unterschied von exponentiell zu linear. Wichtige Info zu diesem Video hier. Wir wollen Markus Söder damit überhaupt nicht bloßstellen. So ein kleiner Fehler, der kann jedem mal passieren. Wir wollen aber, dass ihr es richtig versteht. Und deshalb schauen wir uns an, wo der Fehler liegt und wie man es richtig gemacht hätte. Dazu nochmal zum Beispiel. Ein Teich wächst mit Seerosen zu und am 48. Tag ist er komplett zugewachsen. Die Frage war jetzt die folgende: Wann ist mit einem linearen Wachstum die Hälfte bedeckt? Und er sagt nach 47 Tagen. Die Aussage stimmt so leider nicht. Er meint nämlich nicht lineares, sondern exponentielles Wachstum. Aber wo liegt der Unterschied und warum gilt die Aussage nur für exponentielles Wachstum? Dazu schauen wir uns den linearen Fall an. Lineares Wachstum bedeutet, jeden Tag kommt die gleiche Fläche an Seerosen dazu. Das heißt, wir sagen einfach mal, der Teich ist 48 Quadratmeter groß. Und jeden Tag kommt jetzt ein Quadratmeter an Seerosen dazu. Wir starten mit einem Quadratmeter am ersten Tag. Am zweiten Tag kommt dann wieder ein Quadratmeter hinzu. Das heißt, am zweiten Tag haben wir 2 Quadratmeter. Am dritten dementsprechend 3 Quadratmeter. Und das Ganze immer so weiter, bis wir am 47. Tag 47 Quadratmeter und am 48. 48 Quadratmeter haben. Hier sieht man jetzt aber ganz schnell, am 47. Tag haben wir 47 Quadratmeter und das ist nicht die Hälfte von 48. Jetzt zum exponentiellen Fall. Exponentielles Wachstum heißt, dass jeden Tag die gleiche Prozentzahl hinzukommt. Was heißt das? Dazu auch zum Beispiel. Wir sagen jetzt, dass jeden Tag die Fläche mit Seerosen bedeckt ist, um 200% wächst. Das heißt, die bedeckte Fläche verdoppelt sich täglich. Sagen wir einfach mal, am ersten Tag geht es los mit einer Seerose. Am zweiten Tag sind es dann doppelt so viele Seerosen, also 2. Am dritten Tag sind es wieder doppelt so viele, also 4. Dann sind es 8, 16 und so weiter. Am 45. Tag ist dann ein Achtel mit Seerosen bedeckt. Wie viel sind dann am 46. Tag bedeckt? Genau, das Doppelte. Das heißt, 2 Achtel bzw. ein Viertel. Am 47. Tag ist dementsprechend wieder das Doppelte bedeckt, das heißt die Hälfte. Und jetzt sind wir genau da, wo Markus Söder auch sein wollte. Nämlich, dass am 47. Tag die Hälfte des Teiches bedeckt ist. Zum 48. Tag verdoppelt sich der Bestand wieder, sodass wir dann den ganzen Teich bedeckt haben. Zum exponentiellen Wachstum haben wir aber auch noch ein extra Erklärvideo. Wie sieht's aus? Habt ihr es jetzt verstanden? Wir hoffen es. Schreibt es mal in die Kommentare und bis demnächst.